Die im folgenden Video gezeigten Aufnahmen und Bilder dienen ausschließlich zur Unterhaltung und sollen nicht zur Nachahmung anregen. Jeder Nutzer handelt eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr. Alle Informationen, Hinweise, Tipps und Tricks werden hier ohne Gewähr dargestellt. Es wird keine Haftung für Schäden und/oder Personenschäden übernommen. Weiterhin gilt, wer nicht das nötige Fachwissen im Bereich Fahrzeugtechnik besitzt, sollte unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Und nun wünscht motorraddoktor.de viel Spaß beim folgenden Video. So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um einen Smartphone-Halter fürs Motorrad, beziehungsweise um zwei Komponenten. Einmal um den Givi Smartphone-Halter S957B. Das ist dieser hier, das Case, also der eigentliche Halter. Und aus dem Zubehör, auch von Givi, um die Befestigungsmöglichkeit am Motorrad der S902A. Ich habe die eigentliche Tasche für um die 49 Euro gekauft und den speziellen Halter für diese Tasche für etwa um die 80, 85 Euro. Die beiden Sachen möchte ich heute vorstellen, kurz was dazu erzählen und dann später auch am Motorrad montieren. Wir fangen also an mit der Tasche. Wie schon gesagt, etwa um die 49 Euro kostet das ganze Ding. Kriegt man überall einen großen Discounter, wie auch immer. So. Geliefert wird die Tasche einmal die Tasche selbst mit dem auf der Rückseite angebrachten Haltesystem und einen Universalhalter aus Kunststoff. Das ist also dieser hier. Das vielleicht mal so sehen, ja. Genau. Das ist also hier unten eine einfache Klemmung, eine Schellenklemmung. Die geht von 14 bis 35 mm. Ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Die Verschraubungen sind Edelstahlschrauben. Und man hat hier im Prinzip diese Rändelmuttern, mit denen man dann die jeweilige Klemmung am Lenker oder an der Zusatzstrebe realisieren kann. Hier oben drin ist ein Kugelkopf, den man eben in bestimmte Bereiche eben verdrehen kann. Und eben die Aufnahme hier oben für die Taschenunterseite. Die Taschenunterseite mit der Klemmung gestaltet sich so, dass hier unten im Prinzip vier Widerhaken drin sind und hier eine Nase. Sieht man das? Ja, genau. Und wenn man also hier diesen Hebel nach unten drückt, verschwinden diese Klemmen und geben also letztendlich den Halter frei. Den Originalhalter, weil er einen Kugelkopf besitzt, kann man nur in eine Richtung einsetzen. Also hier hat man die Nut. Und hier die Feder im Prinzip, diesen Zapfen. Und da hinein kann man das setzen, zusammenklicken. Und es ist dann dieser Sternhalter hier, dieses Kunststoffteil, ist dann fixiert in eine Richtung. Und durch das, dass wir hier einen Kugelkopf haben, kann man den eben in unterschiedliche Richtungen verdrehen. Zum Öffnen, das ist ganz einfach, den Hebel nach unten drücken und den Halter entnehmen. Bei dem Halter ist dabei nochmal so eine Gummiunterlage, die man im Prinzip hier dazwischen machen kann, wenn dann doch eine dünnere Strebe da ist, dass das passt. Dieses hier ist schon bereits ein Gummi. Das ist hier gummiert, fest verbunden mit dem eigentlichen
Falter auf beiden Seiten, also rutscht es auch nicht weg. Ist, wie ich finde, kein schlechter Halter, relativ stabil und auch recht gut verarbeitet. Was mir nicht so ganz gefällt, ist eben der Kopf hier oben, das ist ein bisschen einfach gestaltet, aber es ist auch stabil, also es funktioniert auch und es reicht eigentlich auch aus. Weiterhin ist hier dabei beim Halter so Kunststoff, kann ich sehen, ja, genau. Solche Gummitüllen, die man dann, wenn man das Ding montiert hat, hier unten auf die Schrauben steckt, sodass man ja, sich da nicht dran verletzen kann, beziehungsweise auch nichts dran scheuert. Also die sind jetzt nicht besonders scharfkantig, aber man kann das halt da drauf machen. Das ist der Universalhalter, der da mitgeliefert wird. Werden wir später auch dann montieren. Die Tasche selbst hat hier oben eine Sichtblende, die, wenn das Teil hochkant montiert ist, eben dafür sorgen soll, dass man keine Spiegelungen auf dem Display hat. Ja, ich finde, das ist okay, aber wenn man das beispielsweise in der Breitenansicht hat, so, dann hat man natürlich auf einer Seite keine Sichtblende mehr. Ja, gut, man muss natürlich sehen, was man will. Wie schon gesagt, die Tasche hat auf der Rückseite die feste Aufnahme, besitzt hier unten nochmal eine Lasche für den innenliegenden Gurt, den man zur Sicherheit nochmal anlegen kann, und ist im Gesamten eigentlich ja, schon sehr, sehr gut verarbeitet. Ich denke, dass man das gut sieht. Ja. Der Reißverschluss hat, wie man das so kennt, bei wasserfesten bzw. wasserdichten Sachen eben so eine Gummi-Außenlippe nochmal drauf, die sich genau mit anlegt, wenn der Reißverschluss zu ist. Ob das jetzt tatsächlich so wasserdicht ist, dass man das, wenn man das in ein Wasserbad legen würde, wage ich zu bezweifeln, aber ich sag mal, wenn es ein leichter Regen wird, hier auf jeden Fall abgehalten davon. So, dann haben wir dabei eine Regenhaube. Die Regenhaube kann man, wenn das ganze Ding am Fahrzeug montiert ist, mit Handy drin, kann man diese Regenhaube drüber ziehen. Und dann ist das ganze Ding wasserdicht oder wassersicher. Hier unten mit einem Klettverschluss, die Nähte sind alle hier versiegelt. Die sind also zu. Also kann man sehen. Ja, kann man sehen. So. Läuft also auch über die Nähte kein Wasser rein. Dann ist dabei ein Haltegurt, der, wenn die Tasche montiert ist, an der Strebe, am Lenker zum Beispiel, nochmal um die Strebe herumkommt und wird dann hier unten an diesem Haken eingehängt. Man kann das einmal als Trageriemen verwenden, wenn man sie dann abmacht und mitnimmt, irgendwo einkehrt oder keine Ahnung. Oder eben nochmal als zusätzliche Sicherheit, dass das Ding nicht wegfliegt. Dann ist hier innen drin ein Schutz mit Klettverschluss hinten drauf. Und die Gegenplatte vom Halter. Ne? Hier ist der Halter. Dann haben wir hier die Gegenplatte, ist verschraubt. Und diese Rückseite ist auch ein relativ festes Material. Ist jetzt kein hartes Kunststoffmaterial, aber es ist schon fester wie der Rest der Tasche. Das bleibt einfach hier drin und schützt letztendlich das Handy auf der Rückseite von den Schrauben. Dann haben wir in der Tasche hier kleine Klettbänder.
ein Schaumstoffpolster, ungefähr 5-6 mm dick, und eben hier dann schon die Plexiglas bzw. diesen Kunststoffsichtschutz. Das ist letztendlich dann so, dass man hier das Handy reinlegt und mit dem Display nach vorne, ich kann das mal machen, ich habe jetzt in dem Fall hier ein A6 ohne Außenhülle, also keine Schutzhülle. Also immer ein bisschen sauber machen. Geht man also hier hin und legt das Handy hier rein. Ich finde jetzt, das A6 ist ein bisschen groß für die Tasche. Könnte eine kleine Nummer kleiner sein, aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich werde aber unten in der Videobeschreibung eine Liste auflisten, die sagt, welche Handys für diese Handytasche möglich sind. Das ist eine ganze Reihe an Handys, die man da verwenden kann. So, und jetzt sitzt das Handy hier sicher drin. Und man hat hier jetzt zum Beispiel noch Platz für die Regenhaube. Und kann das Ganze hier mit dem Reißverschluss zumachen. Die Bedienung funktioniert gut, auch über diese Kunststoffscheibe oder diese, weiß nicht was das für ein flexibles Material, was eben halt auch die Tasten bzw. die Apps andrücken kann. Und so kann ich dann eben auf dem Handy navigieren. Die Tasche hat auch die Möglichkeit, das sieht man hier auf der Rückseite, hier ist ein Schlitz eingearbeitet, der dann auf der Innenseite, sieht man das? Hier rauskommt, genau, so. Das finde ich, das ist eigentlich das einzige Manko an dieser Tasche, denn wenn man jetzt sieht, das Handy liegt hier drin und die Ladebuchse ist hier unterhalb vom Schaumstoff, also eigentlich überhaupt nicht an der Position, wo man das Handy lädt. Ja, kann man das sehen? Ich denke, man kann das sehen und kann das auch nachvollziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei diesem Handy, was von der Beschreibung her auf jeden Fall passt, es funktioniert ja auch, hat man ja gesehen, einen Ladestecker anbringe, dann geht es schon nicht mehr. Also das Handy ist zu lang und der Ladestecker guckt ja hinten mit dem Kabel auch nochmal gut 1,5 cm raus. Man müsste also dann letztendlich zum Laden das Handy lose machen und den Stecker durchschieben und das Handy dann an der Position lassen, wo dieser Durchgang ist fürs Ladekabel. Denke ich mir, ist aber etwas problematisch, weil dann der Abstand vom Handy zur Folie viel, viel größer wird und man vielleicht nur da den Home-Button oder eine App nicht mehr drücken kann. Das ist ein Nachteil. Ich habe mich aber dennoch für diese Tasche entschieden, weil sie eben grundsolide ist und weil sie eben halt auch bis auf dieses eine einen guten Eindruck macht und mir auch recht gut gefallen hat. Ich sag mal so, eine Akkuladung von einem Smartphone, von einem neuen Smartphone, hebt schon eine ganze Weile, wenn es vollgeladen ist. Ja, dann kann man schon eine ganze Weile fahren. Und im Zweifelsfall macht man das Handy halt einfach raus und lädt es auf und macht es wieder rein. Ich persönlich sehe das zumindest jetzt nicht als riesengroßes Problem an, aber es ist natürlich so, dass es ein Manko ist. So. Das war eigentlich schon die Tasche. Mehr gibt es zur Tasche nicht zu sagen.
Reißverschlüsse sind stabil gemacht. Auch die Reißverschlusshalter letztendlich, also diese Schlitten, ist kein Billigkram. Hier hat man nochmal so Bändel dran, die zum Auf- und Zuziehen von diesen Reißverschlüssen. Summa summarum ist das Ganze für mich eigentlich schon eine, ja, gar nicht so schlechte Sache. Was ich also festgestellt habe, ist, wenn man die Empfindlichkeit vom Display nicht erhöht, wird es, oder beispielsweise die Funktion Berührungsschutz, also manche Handys haben das ja, wenn man die einstellt, dann ist es ein bisschen schwierig, die einzelnen Buttons zu drücken, weil es nicht so gut reagiert, bedingt auch durch den Abstand, durch die Folie dazwischen. Jetzt im Winter ist das Ganze ein bisschen fester und ist nicht so ganz flexibel. Ich habe dann bei meinem Handy einfach die Bildschirmempfindlichkeit nach oben gesetzt und habe eben diese Berührungsgeschichte, dass man versehentlich da drauf kommt, habe ich eben ausgeschaltet. Und dann sieht man, dass das Ganze wunderbar funktioniert. Man kann also da wunderbar draufdrücken und kann wahrscheinlich auch mit dem Handschuh ganz gut das Ganze bedienen. Bis so, genau, funktioniert. Okay, das war's zur Tasche. Zum Halter gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist ein Kunststoffhalter. Auch diese Dinge innen drin, diese roten Nupsis da, die sind auch aus Kunststoff. Eine Metallfeder hier aus Edelstahl. Macht einen ganz wertigen Eindruck. Das ist die Tasche. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt ist es so, dass ich mich mit diesem Halter nicht so ganz zufrieden gegeben habe und habe nach einem anderen Halter gesucht. Bei mir wird das Ganze an der GS 1150 montiert mit dem Originallenker, und am Originallenker habe ich eine Strebe dran. Und diese Strebe, die möchte ich gerne verwenden dafür, dass ich das Handy da dran bekomme. Das kann ich natürlich auch mit dem Halter machen, das zeige ich dann auch später. Aber dieser Halter baut natürlich auch sehr hoch auf. Ne? Also dieses Maß, hier kommt die Strebe durch, bis hier hoch, sind gut 6 cm. Und ich wollte das eigentlich, weil die Tasche ja auch noch ein gewisses Maß in der Höhe hat, etwas flacher zum Lenker nach unten bringen. Also habe ich eine Weile gesucht und bin dann auch fündig geworden und habe dann letztendlich den S902A, das ist ein Aluminiumhalter, speziell für eben diese Taschen von Giwi. Eine relativ teure Angelegenheit, aber ich denke mir, es lohnt sich und ist gut verarbeitet und passt eben halt auch sehr gut zu dieser Tasche. Und da gucken wir jetzt mal rein. Achso, noch kurz zur Tasche. Bei der Tasche ist natürlich auch eine Anleitung dabei. Ja, hatte ich vorhin schon raus. Da wird nochmal genau gezeigt, wie man den Gurt dran macht. Da wird nochmal genau gezeigt, wie man die Halteschelle dran macht. An welcher Position und wie das Ganze mit dem Gummi funktioniert und wie das funktioniert mit dem Einrasten, mit dem Klicken, mit dem Verdrehen. Und das ist also natürlich auch im Lieferumfang enthalten. Okay, gleiches gilt auch für den eigentlichen Halter. Ist auch eine Montageanleitung dabei, wobei das Ganze natürlich auch selbsterklärend ist, wie man das Ganze montiert. Für die Tasche selbst braucht man kein Werkzeug, gar nichts, geht alles so. Für den Handyhalter bzw. für den Taschenhalter braucht man einen 4er Inbus. Dann packen wir das Ganze mal aus.
das ist also dieser Halter. Das ist CNC gefrästes Aluminium. Auch der Kopf hier oben ist aus Aluminium. Und hier oben eben verdrehbar. Also dieser Kopf kann so geschwenkt werden. Und hier unten hat man die Aufnahme. Und die Aufnahme fasst Streben von 11,5 bis 14 mm. Die Verschraubungen hier sind aus Edelstahl. M4er Schrauben, genauso wie hier auch. Und dafür brauchen wir einen 4er im Bus. Den hole ich mal. Der Lieferumfang ist nicht relativ, ist nicht groß. Ist eigentlich nur der Halter. Und hier eine Unterlage, die man an der Klemmung anbringt. So. Das ist also der Halter, den kann man hier gerade machen und verdrehen, eben hier bis zum Anschlag oder hier bis zum Anschlag. Und da wird es beidseitig festgeschraubt. Also es ist keine Angabe über die Drehmomente dabei, aber ich würde mal schätzen, M4er Schraube hier vielleicht so um die 6 Newtonmeter, wenn überhaupt. Genau das gleiche gilt hier auch. Sind auch Edelstahlschrauben drin und dieses Teil kann man dann komplett entnehmen und kann das am Lenker anklemmen. Warum ich mich für den entschieden habe, hatte ich ja schon gesagt. Und ich habe dann auch festgestellt, dass bei der Tasche die Klemmung mit diesem Halter viel, viel einfacher geht und besser geht. Weil es einfach hier oben ist, ist das einfach genauer gearbeitet. Ja. Man sieht es so, ne? Auch hier ist wieder das Gleiche. Drücken und entnehmen. Die beiden Halter sind nicht identisch. Also natürlich von der Aufnahme her schon. Aber man sieht, dass man hier einen durchgehenden Kreis hat. Mit dieser einen Nut. Und hier ist es eben so, dass ich in alle vier Richtungen eine Nut habe, sodass ich den Handy, den Halter im Prinzip auch so verwenden kann. Ja, in alle Richtungen im Prinzip. Also das funktioniert für mich sehr, sehr gut im Vergleich zu dem. Also wenn ich den jetzt hier reindrücke, muss ich hier schon ein bisschen fester drücken, dass das auch passt. Ein bisschen hakelig, geht auch ein bisschen hakelig raus. Und hier kann ich einfach ganz easy drücken und auch beim Aufmachen einfach entnehmen. Den Halter gibt es auch als Halteplatte für die Klemmschrauben vom Lenker. Ja, also die Lenkeraufnahme. Das sind vier Schrauben in der Regel und da gibt es ein System, aber das ist dann auch wieder fahrzeugspezifisch. Das ist im Prinzip der Kopf mit der Grundplatte. Wenn man keine Strebe hat am Lenker, dann kann man auch diese Platte aufsetzen und hat dann mittig im Prinzip im Steuerkopflager obendrauf den Halter für die Tasche. Das geht bei mir nicht, hätte ich gemacht, aber bei mir ist eben halt die Strebe da. So verwenden wir diesen Halter. Ja, das war's schon zu dem Halter. Gewichtstechnisch, für die, die an Gewichte gucken, er ist natürlich etwas schwerer, aber auch nicht wesentlich schwerer. Gut, das war's eigentlich hier jetzt erstmal zu der Vorstellung von diesen beiden Produkten. Wie gesagt, das ist der S902A. Und die Tasche ist die Tasche S957B. Das sind diese Bandlinien. So, und wir gehen jetzt ans Fahrzeug und montieren diese beiden Sachen. Wir fangen einmal an mit dem Universalhalter, wie der sich montieren lässt. Dann mit dem Zukaufhalter. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Bis gleich am Fahrzeug.
So, ich hoffe, dass wir das gut sehen hier. Ich verwende also hier für den Originalhalter, also für diesen Originalhalter, die Gummiunterlage hier an der Strebe. Die wird hier einfach drum gewickelt, ich sag mal so dicht wie möglich, ja. Dann klemmen wir hier den Halter auf. Unten das Gegenstück. Und drehen hier einfach die Schrauben zu. Ist also auf einer Seite so, dass in dem unteren Bügel ein Langloch ist, also ein offenes Loch, und auf der anderen Seite ist das zu verschlossen. Ich sag mal, wenn man mit diesem Halter am Lenker irgendwo, am Lenkerrohr Platz hat, ist es natürlich besser, weil man dieses Gummi nicht unterlegen muss. Das ist eigentlich ja jetzt nur, ich sag mal, Notbehelf, wenn man so will, für eine kleinere Strebe. Das funktioniert. Der ist jetzt natürlich nicht bombenfest. Der bewegt sich noch ein bisschen, weil eben auch das Gummi nachlässt. Aber es ist eine Befestigung, die man benutzen kann, also original dabei. Und dann gehen wir einfach her und stecken hier oben drauf die Tasche. So. Und wenn man jetzt hier mit der Kamera ein bisschen zurückgeht, ein bisschen hoch, genau, dann sieht man schon, was ich gemeint habe. Also die Bauhöhe von der Strebe hier unten bis zur Tasche und die Tasche an sich, wir haben hier den Bremsausgleichsbehälter vom Lenker, das ist diese Höhe und die Tasche steht also da weit drüber. Ist nicht weiter schlimm, aber gefällt mir optisch einfach nicht besonders gut. Aber die Tasche ist montiert und ich kann natürlich jetzt hier auch über die große Schraube die Tasche in die Positionen bringen, in die ich sie haben will. Wenn ich sie auch zum Beispiel quer im Querformat haben will, kann ich sie damit drehen, ohne den Halter nochmal abmachen zu müssen, sondern ich kann das einfach variabel machen, wie ich will. Um es zu fixieren, geht man letztendlich einfach hin und dreht diese große Mutter hier oben zu, dann wird es ganz geklemmt und ist das fest. Zum Entfernen, wieder drücken, Tasche entfernen, fertig. Das ist der Originalhalter. Wenn dieser Halter jetzt zum Beispiel hier unten auf dem Lenker geklemmt wäre oder hier an den Seiten, dann würde das Ganze natürlich weiter runterkommen, wird auch anders aussehen. Das muss man eben fahrzeugspezifisch dann sich anschauen, wie man das am idealsten löst oder bei welchem Fahrzeug man was macht. Den anderen Halter, den ich angesprochen hatte mit dieser Lenkerklemmung, das ist ein flacher Halter, der im Prinzip hier, ich kann da auch mal ein Bild einfügen, aufgeschraubt wird und dann hat man im Prinzip den Anschluss direkt in der Mitte vom Fahrzeug. Also, das war der Originalhalter. Originalhalter am Lenker. Ich kann das jetzt halt hier nur ein bisschen, das geht ein bisschen schwieriger hier. Aber an der Stelle jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Schrauben befestige, ist natürlich ohne Unterlagsgummi wesentlich besser festzumachen mit diesem Halter, wie jetzt an so einer dünnen Strebe. Aber es funktioniert. So, dann kommen wir zum Nachkaufhalter, also der Aluminiumhalter S902A von Givi. Ich muss nochmal dazu sagen, dass ich diese Sachen selbst gekauft habe und das nicht finanziert oder werbefinanziert wurde. Ja. Hier hat man also die Möglichkeit, dieses kleine kann man abmachen, den Gegenhalter. Und dann geht man hin. Nee, das ist falsch.
So rum. Und nimmt diese Unterlage. Ich finde das ein bisschen seltsam gemacht mit dieser Unterlage, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gar nicht so richtig funktioniert, wie es funktionieren soll. Nein, das funktioniert nicht. Lassen wir die einfach mal weg. Also da kann man sich auch irgendwas anderes suchen. Das hatte ich aber schon vorher im Prinzip im Kopf, als ich das gesehen habe, dass das nicht so sinnig ist mit dieser Unterlage. Das ist jetzt falsch rum. Also ich denke, ein Klebeband oder irgendeine andere Umwicklung, die man da drunter macht, ist die bessere Alternative. Weil dieses Material, was dabei ist zur Unterlage, ist kein, klebt nicht, das hält nicht gescheit. Ich mache das jetzt hier einfach mittig am Lenker. Auch hier, wie man das von den Lenkern so kennt, von der Lenkerklemmung, sollte man hingehen und sollte den Abstand bei der Verschraubung hier auf beiden Seiten gleich haben. Ja, also das hat man ja auch beim Lenker hier unten. Wenn der Lenkerbock eingestellt wird, sollte der Abstand hier vorne an der Verschraubung und hier hinten an der Verschraubung gleich sein. Sodass letztendlich diese Klemmung keinen Druck auf einer Seite kriegt oder unterschiedlichen Druck bekommt. Ich habe den jetzt hier einfach mal so montiert, in der Mitte, weil ich das mir dann noch ausrichte, wie ich das brauche. So, man kann also jetzt bei diesem Halter die Neigung des gesamten Halters verstellen über die Klemmung hier. Man kann aber natürlich auch noch hier oben den Kopf verstellen, dass es letztendlich, wenn es höher kommen soll zum Beispiel, wenn es tiefer kommen soll, ist man etwas begrenzt, weil der Halter nicht weiter drehbar ist an der Stelle. Passt aber so. Und wir sehen jetzt hier schon, dass das relativ flach ist. Es steht also nicht so weit nach oben und erfüllt letztendlich zumindest den Zweck, den ich erfüllen wollte für meine Tasche. Und dann gehen wir jetzt einfach nur noch hier hin, klemmen den Halter hier drauf und die Sache ist erledigt. So, und wenn ich jetzt hingehen will und will es schräg haben, dann klemme ich ihn schräg drauf. Also quer. Ja. Für Navigation oder was auch immer. Mehr gibt es eigentlich zu dieser Geschichte nicht zu sagen. Wenn ich die Tasche nicht dabei habe, kann ich den Halter hier einfach dran lassen. Ich werde mir den Halter hier weiter auf die linke Seite machen, weil es mir sonst hier vorne eben den Tachografen verdeckt. Das soll nicht sein. Man könnte den Halter aber beispielsweise auch an den Spiegelarm hier dran machen, dass er hier so wegsteht. Da muss man dann, das muss man fahrzeugspezifisch einstellen. Aber summa summarum, also im Gesamten, macht das Ding einen ordentlichen Eindruck und passt schon.